Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Markus Matterbauer. Ich begrüße Sie im Namen der Arbeiterkammer Wien sehr herzlich zu dieser Veranstaltung heute Abend. Es ist die zweite Veranstaltung in einer Reihe, die den Übertitel trägt, die Zukunft Europas, Kurswechsel für ein gutes Leben. Wir hatten im November eine Veranstaltung, wo wir über das gute Leben und ob das sozusagen ein Projekt für Europa sein kann, gesprochen haben. Wir werden uns heute, nachdem man eben aus der Geschichte viel lernen kann, für die Gegenwart vor allem mit dem New Deal der 30er Jahre beschäftigen, der eine Reaktion auf die tiefe Finanzkrise der 1920er Jahre war, und schauen, was man davon für heute verwenden kann. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit besonders bei unseren Co-Veranstaltern bedanken, ganz besonders bei der Grünen Bildungswerkstätte und Andreas Nobi, beim BeiGeWom, bei ATTAC, beim Mattersburger Kreis, bei der Initiative Europa geht anders und bei der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Zur Sicherheit schaue ich noch. Wege aus der Krise, Entschuldigung. Ich glaube, dass das auch ein Zeichen ist, sozusagen diese Gruppe an Veranstalterinnen durchaus auch als solches gedacht. Ich freue mich schon sehr auf die heutige Veranstaltung. Ich weiß im Unterschied zu Ihnen jetzt schon, dass es ein großer Erfolg sein wird. Sie erwarten sich eine sehr gute Veranstaltung, und ich habe die Präsentation jedenfalls vom Stefan Schulmeister schon vorher gesehen und weiß deshalb, dass es eine interessante Veranstaltung sein wird. Wünsche Ihnen allen viel Vergnügen bei dieser Veranstaltung und gebe gleich weiter an Ulrike Herrmann, der ich auch noch besonders danke, dass sie bereit war, die Moderation und Diskussionsleitung dieser Veranstaltung zu übernehmen. Ihr jüngstes Buch, das ich bei dieser Gelegenheit sehr empfehlen möchte, Das Sieg des Kapitals, liegt ebenso wie das Buch vom Stefan Schulmeister, Ein neuer New Deal, oder wie heißt es jetzt nochmal, Stefan? Mitten in der Krise, so ein New Deal für Europa. So. Draußen beim Büchertisch, viele andere Bücher genauso. Und Frau Herrmann, Sie haben das Wort. Danke. Okay, also Sie wissen alle, wie der Titel heißt. Die Veranstaltung heißt Is the Injustice Stupid? Vom New Deal lernen. Und die Veranstaltung wird sich eigentlich in zwei Teile teilen. Die erste Frage ist, und die wird Herr Schulmeister beantworten, was war dieser New Deal eigentlich, der ab 1933 von Roosevelt in den USA umgesetzt wurde? War es nur ein Konjunkturprogramm? War es überhaupt ein Konjunkturprogramm? Oder war es auch eine Strategie der Umverteilung von oben nach unten, also von den Reichen zu den Armen? Diese Fragen wird Herr Schulmeister beantworten in, das hat dazu gesagt, nur 30 Minuten. Wenn er, ich weiß, dass Herr Schulmeister berühmt-berüchtigt ist, dafür auch gerne zu überziehen, aber er hat mir erlaubt, ihn nach 30 Minuten zu stoppen. Das werde ich auch machen. Und alles Weitere muss Herr Schulmeister dann in der Diskussion unterbringen. Diese Diskussion wird mit zwei weiteren Wissenschaftlern hier aus Wien geführt, die jetzt aber in der ersten Reihe noch sitzen, damit sie die Präsentation von Herrn Schulmeister besser sehen können. Das eine ist Ulrich Brandt. Vielleicht stehen Sie mal auf, damit man Sie sieht. Wahrscheinlich kennen ihn schon alle, aber ich sage es trotzdem, er ist hier Professor für internationale Politik an der Universität. Und von ihm gibt es auch eine Publikation, die Publikation von Herrn Schulmeister ist ja vorgestellt worden, aber die von Ulrich Brandt zusammen mit anderen heißt Fit für die Krise, Perspektiven der Regulationstheorie, ist erschienen im Westfälischen Dampfboot. Und außerdem, als Letzte, wird auch noch diskutieren Silvia Angelo, jetzt müssen Sie sich auch hoch, kennen wahrscheinlich auch schon alle. Sie leitet hier die wirtschaftspolitische Abteilung in der Arbeiterkammer Wien. So, und jetzt fangen wir an. Es ist genau 17:45. Herr Schulmeister stellt seine, und das, ich habe die Präsentation auch schon gesehen, und Herr Matterbauer hat völlig recht, sie erwartet eine wirklich interessante neue Forschungsleistung. Habe mich über die Einladung besonders deshalb gefreut, weil Roosevelt ein bisschen ein Guru für mich ist, schon seit ziemlich langer Zeit, und ich war versuchen zu erklären, warum das so ist.
Ich beginne gleich mit einigen Hintergrundinformationen zur Entwicklung der Weltwirtschaftskrise, insbesondere in den USA. Was wir hier sehen, sind drei der wichtigsten Vermögensarten in der Weltwirtschaft: Rohstoffe bzw. in den USA, Aktien und die Hauspreise. Und was man sieht, ist, dass nach dem Aktienboom der zweiten Hälfte der 20er Jahre wir eine simultane und dramatische Entwertung all dieser drei Vermögensarten haben. Die Aktienkurse sind um etwa 90% eingebrochen. Ich betone das deshalb, weil es seit geraumer Zeit meine, unter Anführungszeichen, Erklärung der Krise seit 2008 ist, dass die Bedeutung der gleichzeitigen Entwertung von Häusern, Rohstoffen und Aktien 2008 unterschätzt wird. Was passierte in der Folge? Es entwickelte sich zunächst eine Rezession, und was die Lage so extrem dramatisch machte, war, dass nicht nur das reale Bruttoinlandsprodukt bis 1932 Jahr für Jahr um nahezu 10% in etwa schrumpfte, sondern dass das Preisniveau in ziemlich gleichem Tempo schrumpfte, so dass das nominelle Bruttoinlandsprodukt sich innerhalb von 4 Jahren halbierte. Das ist natürlich für jeden, der Schulden hat, eine Katastrophe, weil sein nominelles Einkommen sich halbiert, aber die Schuldenlast natürlich gleich bleibt und der nominelle Zinssatz ja nicht negativ werden kann und auch nicht negativ wurde. Hier sehen wir schon so einen ersten Hinweis auf den dramatischen Wechsel nach der Amtsübernahme von Roosevelt zu Beginn 1933. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist bis 1936 um insgesamt über 40% gewachsen, und es gelang auch, eine bescheidene Inflation wieder zu produzieren, was natürlich die Lage der Schuldner deutlich verbessert hat. Aber auch hier sehen wir schon den Einbruch 1938, die sogenannte Roosevelt-Rezession, ein Wirtschaftseinbruch, der auf einen Fehler in der Politik Roosevelts zurückgeführt wird, dass er nämlich zu früh mit der Konsolidierung des Staatshaushaltes begonnen hat. Hier in Niveaus ausgedrückt sehen wir, dass das reale Bruttoinlandsprodukt eben um etwa ein Drittel sinkt und 35, 36 das Niveau von 29 wieder erreicht wird. Was bei der Produktion gelingt, gelingt nicht im vollen Ausmaß bei der Beschäftigung. Die Beschäftigung bricht eben in der Krise dramatisch ein, erholt sich dann deutlich, erreicht aber 1936 noch nicht das alte Niveau. Invers dazu natürlich die Entwicklung der Arbeitslosenquoten, die enorm ansteigen auf etwa 25% Arbeitslosigkeit und im Zuge des New Deal deutlich zurückgeführt wird. Dazu muss man noch sagen, dass die Arbeitslosenstatistik damals genau anders als bei uns heute all jene, die in Arbeitsbeschaffungsprogrammen sind, als arbeitslos gezählt hat. Das heißt, dadurch ist sozusagen die tatsächliche Arbeitslosenquote, wenn man die als Beschäftigte zählen würde, deutlich gesunken. Hier sieht man wieder, wie die Roosevelt-Rezession kurzfristig wiederum zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führte. Was waren jetzt die wesentlichen Schritte des Programms von Roosevelt nach seiner Amtsübernahme 1933? Man unterteilt üblicherweise den New Deal in zwei Phasen, New Deal 1 bis 1935, wo es insbesondere darum ging, durch sehr rasches und energisches Handeln die Stimmung zu drehen. Und faszinierend und für ein Verständnis der gegenwärtigen Situation nicht uninteressant ist, dass
der Bereich, auf den sich sozusagen der Roosevelt sofort konzentriert, der Finanzsektor ist. Am Tag nach seiner Amtsübernahme werden die Banken geschlossen für eine Woche und es erfolgt im Frühjahr der Securities Act. Dann die Banken werden der Aufsicht des Finanzministeriums unterstellt. Es folgt der Banking Act mit der Einlagensicherung und wenig später die Glass-Steagall-Regulation, also die Einführung des Trennbankensystems, sodass also Kundenbanken nicht mit fremdem Geld spekulieren dürfen, und ein Jahr später die Börsenaufsichtsbehörde. Und ebenso ein Jahr später der Abschied vom Goldstandard und eine de facto sehr starke Dollarabwertung. Noch wichtiger als diese einzelnen Schritte war aber, dass in der politischen Positionierung von der Inaugurationsrede an, aber auch schon vom Wahlkampf her, Roosevelt sich als erbitterter und kompromissloser Gegner derjenigen, die er sich ausgedrückt hat, die mit fremdem Geld spekulieren, profiliert hat. Und das war, glaube ich, von der Stimmung her wichtig, die Akteure zu benennen und damit auch ein Signal an die Unternehmerschaft zu senden, dass die Finanzakteure nicht jene sind, die echten Unternehmern nützen. Das war sozusagen die erste strategische Linie von Roosevelt, und die zweite war natürlich, so schnell wie möglich Menschen in Beschäftigung zu bringen. Das heißt, es ging ihm darum, die Stimmung zu drehen. Wie kann ich Zuversicht, wie kann ich Vertrauen schaffen? Denn die Lage 32, 33 kann man sich heute nicht vorstellen in den USA. Es herrschte weitestgehend Hunger, die Farmer waren in einer verheerenden Situation, die Agrarpreise sind enorm gefallen, daher auch die Einkommen. Und die Maßnahmen, und es ging ihm darum, ganz schnell was zu tun. Und dem diente zum Beispiel die Civilian Conservation Corps. Das ist dieses Programm, wo es ihm darum ging, innerhalb von 3 Monaten 800.000 jugendliche Arbeitslose in eine Tätigkeit zu bringen. Allerdings, man soll das nicht zu romantisch sehen, das waren in gewisser Weise Arbeitslager, nicht? Die allerdings anknüpften an diese amerikanische Tradition, dass Jugendliche sozusagen auf das Feriencamp gehen. Und so hat die Armee Camps in kürzester Zeit aufgebaut, wo die Jugendlichen Forstwege gesäubert haben. Conservation heißt im Bereich sozusagen irgendwie der Umweltverbesserung. Natürlich, man kann nicht innerhalb von 3 Monaten nach ökonomischen Kriterien total sinnvolle, effiziente Jobs kreieren. Das ist unmöglich. Und die Grundidee von Roosevelt war, so rasch wie möglich Menschen zu zeigen, der Staat kann etwas tun für die Beschäftigung. Sie wurden auch sehr gering bezahlt, nur etwa ein Viertel des Normallohnes, der damals durchaus schon sehr gering war. Und von dem haben aber die Jugendlichen auch so gut wie nichts gesehen, weil sie mussten 90% an ihre Familien überweisen. Warum das? Weil die Jugendlichen selbst ausgewählt wurden aus Familien, wo auch die Eltern arbeitslos waren. Es wurden aber insgesamt bis 1942 auf die Weise in etwa 3 Millionen Jobs geschaffen. Die zweite Aktivität war die National Industrial Recovery Act. Da ging es sehr stark darum, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmerschaft und Gewerkschaften zu fördern. Roosevelt war in dem Sinn absolut kein Linker, als er in seiner Grundhaltung unternehmerfreundlich und Wall Street feindlich war. Daher, wenn es aber jetzt darum ging, die Deflation zu bekämpfen, war ihm klar, es muss gelingen, dass es substanzielle Lohnsteigerungen gibt, weil sonst schaffen wir den Turnaround von der Deflation in eine Inflation nicht. Und das ist ein bisschen der Hintergrund für dieses Maßnahmenpaket. Förderung von Gewerkschaften, von Mindestlöhnen, sie wurden nicht gesetzlich eingeführt, aber es wurde sozusagen Signale gesetzt, wir sind dafür, dass es sowas gibt. Gütesiegel für Unternehmen, ich werde noch ein paar Beispiele bringen. Also man hat versucht, hier den Korporatismus ein bisschen zu stärken. Landwirtschaft,
Beihilfen zur Produktionseinschränkung, um eben auch hier den Verfall der Agrarpreise einzudämmen und sehr wichtig, Umschuldungen. Gerade Farmer wurden, weil vielfach verschuldet, durch das sinkende Preisniveau extrem getroffen und damit natürlich auch der Bankensektor. Aber das Spannende ist jetzt, dass Roosevelt nicht gesagt hat, ich muss die Banken stützen, die jetzt faule Kredite haben, sondern ich muss die Kreditnehmer stützen, auf dass die Banken weiter ihre Forderungen in den Bilanzen haben können, aber die verschuldeten Bauern oder Farmer gestützt werden. Public Work Association, da ging es um Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in wenig entwickelten Gebieten. Das herausragende Beispiel natürlich die Tennessee Valley Authority, weil Tennessee eine besonders unterentwickelte Region war, die immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht wurde. Und diese berühmten Staudämme hatten eben nicht nur den Zweck der Energiegewinnung, sondern auch der Flussregulierung. Und schließlich die Federal Housing Administration, die Homeowners Loan Corporation. Da ging es um das gleiche Problem, das Obama leider ganz anders gelöst hat, nämlich verschuldeten Hausbesitzern zu helfen, indem eben die Hausbesitzer unterstützt werden und ähnlich wie bei den Farmern dadurch indirekt auch die Banken ihre Forderungen an die Hausbesitzer quasi in den Bilanzen belassen konnten. So viel zum ersten New Deal. Beim zweiten New Deal ging es dann sozusagen um, heute würde man sagen, Strukturreformen oder sagen wir längerfristig wirkende Maßnahmen. Hier ist herausragend der Social Security Act mit der Einführung einer Arbeitslosenversicherung, Pensionsversicherung, Hilfe für Witwen, die also von Opfern von Arbeitsunfällen, Behinderte, Alleinerzieher. Dann sehr wichtig das sogenannte Wagner Act, wo es darum geht, das Recht der Gewerkschaften gesetzlich zu verankern, im Prinzip auch ein Streikrecht, das war sehr umstritten bei vielen Unternehmen und da gab es auch noch enorme politische Auseinandersetzungen. Um so quasi den Korporatismus zu stärken, wurde der National Labor Relations Board gegründet und schließlich quasi die Krönung war dann der Fair Labor Standard Acts mit der Festlegung von Mindestlöhnen, Arbeitszeitbegrenzungen, Verbot von Kinderarbeit unter 16 Jahren. Auf der Verteilungsseite kam es 35 zum Wealth Tax Act, womit, was so berühmt ist, nicht der Spitzensteuersatz so enorm hinaufgesetzt wurde auf 79%. Aber bitte, 35 war ein Wahlkampf. Und das Faszinierende an Roosevelt ist, dass in vielen Fällen er propagandistisch grandios war, also die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit immer wieder anzugreifen, aber seine Umverteilungsmaßnahmen waren vergleichsweise zahnlos. Zum Beispiel hat diesen Spitzensteuersatz, weil die Steuergrenze, ab der er sozusagen in Kraft hat, so hoch war, dass praktisch ein einziger in den USA, nämlich der Herr Rockefeller, diesen Satz zahlen musste. Aber immerhin, Körperschaftssteuer wurde mit unterschiedlichen Steuersätzen erhöht. Dann ein zusätzliches Arbeitsbeschaffungsprogramm 1935 und besonders wichtig, das hat sozusagen die nachhaltigste Wirkung gehabt, die Works Progress Administration, denn in all dieser Zeit war Roosevelt auch in einem Kampf mit dem obersten Gerichtshof, der hat immer wieder verschiedene Gesetze kassiert als verfassungswidrig und zum Beispiel wurde die Public Work Association und der National Industrial Recovery Act aufgehoben und das wurde dann ersetzt durch diese Work Progress Administration und die hat sehr viele Infrastrukturprojekte finanziert, die wir heute noch kennen, von der Lincoln Bridge über den Flughafen LaGuardia und einiges andere mehr. Und auch ein Teil des New Deals war natürlich die Förderung der Künstler, die also öffentliche Gebäude mit Fresken aller Art ausgestattet haben. Jetzt sollte man aufgrund dieses enormen Bündels von Maßnahmen folgende Vermutung haben. Und ich habe sie auch gehabt. Dass zwischen 1933 und 1936
die Staatsnachfrage der Motor des Aufschwungs war, dass also die öffentliche Nachfrage überdurchschnittlich gestiegen ist. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das hat mich schon sehr verblüfft. Wir sehen, wie umgekehrt, das sind jetzt nur Daten aus der amerikanischen Volkseinkommensrechnung, auch die berüchtigte Sparpolitik unter dem Vorgänger von Roosevelt, Hoover, zumindest in den Daten nicht wirklich ablesbar ist. Hier haben wir die Veränderungsraten etwa des privaten Konsums, der Investitionen in der Krise. Schrumpfungsraten waren viel größer als die der Staatsnachfrage. Umgekehrt waren die Expansionsraten, besonders privaten Investitionen, wesentlich höher. Die Staatsnachfrage hat sich in etwa durchschnittlich entwickelt. Erst mit dem Krieg ist sie dann geradezu explosiv angestiegen. Auch das Niveau war natürlich sehr, sehr niedrig. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, sowohl öffentlicher Konsum als auch öffentliche Investitionen, lag deutlich unter 20%. Und auch hier sieht man schön, der Anteil hat sich praktisch überhaupt nicht geändert. Was sich deutlich geändert hat, waren die privaten Investitionen. Bei den Staatseinnahmen gehe ich auch gleich auf die Niveaus. Auch da kann man erkennen, dass diese propagierte Umverteilung in den Daten absolut nicht ersichtlich ist. Nicht? Sowohl die direkten Steuern der Personen als auch der Unternehmer bleiben eigentlich im Anteil jetzt relativ zum BIP völlig konstant. Und haben auch insgesamt ein viel geringeres Gewicht gehabt als die indirekten Steuern insgesamt. Auf der Ausgabenseite gehe ich auch gleich zu den Niveaus, ist auch eigentlich eine gerade Linie. Nicht? Das ist sozusagen der Anteil der Staatsausgaben, jetzt am nominellen BIP gerechnet, blieb in etwa konstant, ist aber dann 37 doch deutlich, hier ist er kurz gestiegen, aber dann so deutlich abgesenkt worden, dass es nach Meinung der meisten Wirtschaftshistoriker wesentlich zu dieser Rezession 38 beigetragen hat. Ähnliches sieht man beim Budgetsaldo. Die Volkseinkommensrechnung ist damals noch ein bisschen anders aufgebaut. Das wäre der sogenannte laufende Budgetsaldo, wo also laufende Ausgaben und Einnahmen verglichen werden. Der bleibt völlig konstant. Wenn man die Investitionen dazu nimmt, ist natürlich das Defizit höher. Und hier sieht man schön, wie Roosevelt versucht, im 36er Jahr sozusagen ein Nulldefizit oder sogar einen Überschuss zu erzielen. Das gelingt zwar, aber eben um den Preis einer Rezession, die dann erst recht wiederum zu einer Verschlechterung des Saldos führt. Auch die Staatsverschuldung ist in der Rezession, also im Weg in die Weltwirtschaftskrise massiv gestiegen, auf etwa 40% des BIP, aber dann eigentlich völlig stabil geblieben und erst mit Ausbruch des oder dem Kriegseintritt der USA enorm gestiegen. Was wäre jetzt meine Kurzevaluierung, dass Roosevelt im Grunde zwei fundamentale Botschaften von Keynes vorweggenommen hat, und zwar genau die Botschaften, die die Wirtschaftswissenschaftler nach 1945 weitestgehend ignoriert haben. Das ist die Botschaft Zuversicht schaffen, Erwartungen beeinflussen, der ganze Bereich sozusagen der Animal Spirits, der sozialpsychologischen Determinanten von wirtschaftlicher Entwicklung. Erstens und zweitens die strikte Regulierung der Finanzmärkte. Das sind die beiden Botschaften, die nach 1945 in die Lehrbücher nicht Eingang gefunden haben. In die Lehrbücher hat in erster Linie Eingang gefunden, Keynesianismus ist antizyklische Geld- und Fiskalpolitik, also Deficit Spending in der Rezession und Überschüsse machen in der Hochkonjunktur. Und das war wieder etwas, was dem Roosevelt nicht gefiel. Keynes hat ja den Roosevelt besucht und diesbezüglich haben sie sich nicht einigen können. Der Roosevelt war kein Anhänger des Deficit Spending. Und hat allerdings, weil er ein politischer Kopf war, dann in der Rezession natürlich reagiert und gesagt, jetzt müssen wir aber einen Impuls setzen.
ein Detail, das häufig übersehen wird, auch ich habe es nicht gewusst, und dass das sehr stark unterstreicht. Als Roosevelt die Wahl antrat, hat er sofort im Kongress einen Gesetzesentwurf unterbreitet, dass die Gehälter aller öffentlich Bediensteten um 15% gesenkt werden sollen. Also das ist ein ziemlich klares Zeichen, dass er auf so einer traditionellen keynesianischen Linie nicht schwamm. Sein Argument war aber schon eines der Verteilung, weil er sagte, ja, das Preisniveau ist um 25% gefallen, also die Realeinkommen derer, die relativ besser abgesichert sind als Arbeiter, sind ohnehin, haben sich relativ gut entwickelt, daher sollen die jetzt mehr beitragen. Der Kongress hat es in diesem Ausmaß dann allerdings nicht genehmigt. Das habe ich schon gesagt, dass insgesamt dieser enorme Anstieg, oder enorm, aber jedenfalls bemerkenswerte Anstieg bis 1937 des Bruttoinlandsprodukts um 43% durch die Ausweitung der Staatsnachfrage allein nicht erklärt werden kann. Es ging eben mehr um die politischen und sozialpsychologischen Impulse. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, wo ich glaube, dass man was lernen könnte nach der kommenden Vertiefung der Krise. Also wir brauchen sicher noch eine ganz massive Vertiefung der Krise, damit die Eliten bei uns in der Lage sind, jenen Teil des Lernens umzusetzen, der in diesem radikalen Bruch mit dem Alten besteht. Das ist eben schon die Leistung des Roosevelt gewesen, zu sagen, so kann es unter keinen Umständen weitergehen. Und das war natürlich auch eine Botschaft, die Hoffnung geschaffen hat, wenn man das vergleicht. Ich habe mir nur gedacht, irgendwo habe ich das hier geschrieben, dann mit diesen schönen Sprüchen nach der letzten Regierungsklausur, wir wollen gleichzeitig sparen und investieren. Ja? Also hier ist das Kompromissertum zu sagen, sparen ist nur immer in, also, aber eigentlich, wer weiß, ob es so gut ist, also tun wir sparen und investieren, tun wir aufs Gas steigen und auf die Bremse gleichzeitig. Die klare Linie, Kampf der Finanzalchemie, die Förderung der Realwirtschaft, nicht? If the country is to flourish, capital must be invested in enterprise. Das ist etwas, was dann natürlich in der General Theory auch immer wieder zu lesen ist. Die Politik geht immer von konkreten Problemen aus. Ich glaube, das war eine unglaubliche Stärke vom Roosevelt, dass er führt das Wahlvolk sozusagen. Er hat sie dort erreicht, wo sie waren. Er hat gesagt, ich mache da jetzt nicht irgendwelche großen politischen Programme, sondern ich sage, was ist das Problem? Jugendarbeitslosigkeit, Verschuldung der Bauern, Farmer, Verschuldung der kleinen Häuselbauer. Und was mache ich für das konkrete Problem? Da haben sich die Menschen, glaube ich, erreicht gefühlt. Problemorientierte Politik und die Beschäftigungsprogramme, wenn man so will, es war eben nicht nur yes we can, sondern yes we act. Es war dieses ganz schnelle Handeln. Wir müssen was tun. Und dieses Handeln hat, glaube ich, die Stimmung schon gedreht. Und gerade diese, zum Beispiel diese Camps für die Jugendlichen, auch wenn sie in dem Sinn sozusagen prekär beschäftigt waren, hat in der damaligen Situation die Stimmung ins Positive gedreht. Es ist auch das Tempo des Handelns. Wenn man also sich das nachliest, diese berühmten 100 Tage, das ist schon unglaublich. Natürlich hatte es Roosevelt leicht, denn die Lage war so verheerend, dass auch die Republikaner fast alle Gesetzesanträge damals, nicht so in seiner zweiten Legislaturperiode, aber in der ersten schon mitgetragen haben. Es ging immer darum, das ist auch politisch sehr interessant, das Bündnis möglichst breit zu machen mit denen, die ich mitnehmen kann, besonders Unternehmer, nach Möglichkeit. Aber dann ist die Grenze und dann sind die Gegner. Und dieses ist sehr scharf von ihm gemacht worden und das macht einen natürlich kenntlich. Sehr, und er hat einfach die Fähigkeit gehabt, einfache Dinge so klar auszudrücken, das habe ich immer schon bewundert an ihm. Man denke nur zum Beispiel an den jetzigen Begriff der Freiheit, der Neoliberalen. Nicht der Hayek, da wird ja philosophiert über Freiheit endlos. Ja? Freiheit ist für alle diese Unabhängigkeit von etwas. Und bei ihm ist Freiheit einfach die Möglichkeit, ein Leben zu leben, sozusagen. To make a living which gives man not only enough to live by, but something to live for. Also auch ein bisschen pathetisch ist das bei ihm auch immer. Aber dieser positive Freiheitsbegriff, Freiheit ist nur dann Freiheit, wenn ich damit was machen kann, sozusagen, wenn Leben gelingen kann. So, jetzt habe ich nur 3 Minuten. Daher werde ich jetzt nicht diese Zitate
bringen, vielleicht das eine nur, also nicht vorlesen, sondern nur auf den Punkt gebracht. Natürlich die Verteilungsfrage, die Gerechtigkeitsfrage, die war bei ihm für die Mobilisierung ganz zentral. Das ist natürlich immer wieder vorgekommen und da hat er schon aus dem Vollen geschöpft. Eine kleine Gruppe hat ihre Macht in der eigenen Hand konzentriert und fast die komplette Kontrolle über das Geld der anderen Menschen, ihr Eigentum und ihre Arbeit und letztlich ihr Leben sich angeeignet. Und ganz wichtig immer, er wollte kenntlich werden für die Menschen durch Gegnerschaft. Also sozusagen, wenn ich ganz klar sage, das sind meine Gegner und da bin ich, dann wissen die Leute, wo er steht. Also dieses berühmte, also in dem zweiten Wahlkampf, dann 35, wo er eben sagt, also alle Konservativen haben sich jetzt sozusagen vereinigt gegen einen Kandidaten. Sie sind sie sind vereint in ihrem Hass auf mich und ich begrüße diesen Hass. Das ist ein sehr berühmtes Zitat und die Leute waren natürlich, haben getobt. Alles aus Wahlveranstaltungen. Und ganz wichtig, ein Begriff, ja, den ich halt anteilnehmendes Denken nenne, dass viele große Politiker in Österreich, kann man durchaus an Bruno Kreisky etwa denken, dazu muss man sich nicht verstellen. Der Roosevelt war Milliardär, der Roosevelt kam aus der obersten Oberschicht und er hat sich nicht angebiedert. Aber die Leute haben gespürt, sie sind ihm nicht egal. Und er war natürlich auch raffiniert. Das muss ich doch das eine Geschichte erzählen, weil ich gerade eben so eine größere Biografie von ihm lese. Bei der zweiten Inauguration, Jänner 1937, war ein unfassbares Sauwetter. Und zwar so sehr, dass quasi es fast waagrecht geregnet hat, sodass er beim Schwören am Kapitol also auch nicht vom Regen verschont blieb. Trotzdem waren also da 40.000 Leute unter den Regenschirmen. Und dann sollte er fahren vom Kapitol zum Weißen Haus. Und natürlich hat er das Fahren im offenen Wagen geordert. Das ist schon berechnend gewesen, dass er sozusagen ein ganz starkes Zeichen setzt, ist ja auch nicht besser dastehen als ihr. Aber man kann auf so einen Gedanken nur kommen, wenn man den Menschen nahe ist, glaube ich. Gut, und natürlich eben einfache Sprache, aber nicht volkstümlich. Ja, das ist eben schon sehr bewundernswert. Dazu gehörten natürlich seine berühmten Radioansprachen, die Fireside Chats, wo er nicht allzu häufig, 2-3-4 Mal im Jahr, sich sozusagen an die Menschen gewandt hat. Warum musste er das tun? Weil die Printmedien waren in der Hand der reichen Leute und haben ihn natürlich gehasst. Roosevelt war wirklich gehasst bei den ganz reichen Leuten. Ja? Und er hat den Trick gehabt, ja, mit dem neuen Medium Radio, trick sich sie aus. Und tatsächlich sind da 80 bis 100 Millionen Amerikaner am Radio gehängt. Ja? So, das habe ich schon alles gesagt. Ja, es wird sich jetzt nicht mehr ausgehen, aber hier nur 2008. Wiederum die Gleichzeitigkeit des Verfalls Rohstoffpreise, Aktienkurse, Immobilienpreise. Die groteske Situation, dass je mehr gespart wird, desto mehr steigt die Staatsverschuldung. Das heißt, die bisherigen Rezepte werden von der Wirklichkeit desavouiert, verspottet, verhöhnt. Aber die Politiker sind nicht in der Lage, sozusagen das zum Anlass des Lernens zu nehmen. Und dann hätte ich jetzt noch schöne Bildlein von ihm, zum Beispiel bei einer Radioansprache oder eben von den Amerikanern, die da so lauschen, seinen Fireside Chats. Und last not least, soll nicht vergessen werden, dass seine Frau eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, sie hatten eine bestimmte Arbeitsteilung und besonders auch die Arbeitsministerin Perkins, die ganz Großartiges geleistet hat, weil der Roosevelt hat ja gleich gesagt, wenn du willst allgemeine Pension, Arbeitslosenversicherung, meine Unterstützung hast du nicht. Ja, du musst das muss durchboxen. Sie war 12 Jahre Arbeitsministerin und hat wirklich Großartiges geleistet. Danke.